Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für euch eine Maskenwoche, denn ich habe 7 Action-Masken gemacht, habe die gerankt und möchte euch so ein bisschen auch meine Review dazu geben. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich werde das Ganze auch noch mit anderen Shops machen und so, wo ich halt Masken finde. Und ich wollte einfach mit Action starten. Das sind, ich glaube, auch wirklich die günstigsten Masken, ne? Die kosten alle so 1 Euro. Das ist jetzt echt nicht die Welt. Und ich würde bei Platz 7 starten und mich dann hocharbeiten zu dem Platz Nummer 1. Unterm Strich waren alle eigentlich echt solide, ne? Und ich kann sie euch natürlich nicht in der Infobox verlinken. Es gibt sie im Action. Ich habe auch versucht, mir so die Masken rauszusuchen, die es auch immer wieder dort gibt und nicht irgendwelche LE-Geschichten oder so. Und auch so vielen verschiedenen, Markengeschichten, wie es halt so möglich ist. Okay, ich starte. Ich blende euch dann natürlich auch an der Seite so ein bisschen die Anwendung ein, dass ihr dann auch seht, warum so meine Argumentation entstanden ist. Da habe ich dann auch immer versucht, so ein Vorher-Hautbild zu machen. Ich habe es ein bisschen vercheckt. Ich habe mit der Frontkamera gefilmt. Also ist da dann vielleicht ein kleiner Filter automatisch damit drauf, ne? Aber wir gucken mal. Also eine kleine Unschärfe ist es ja. Ich starte hier mit dem Platz Nummer 7. Das ist die Face Sheet Mask Deep Cleansing Formula Enriched with Vanilla Scent von diesen Disney Prinzessin vor allem. Und Tropf, da ist auch noch ein bisschen Serum drin. Hier stand ja auch irgendwie was mit Vanilleduft, war für mich kein Vanilleduft drin enthalten. Es war eher nach einer alten Stinkeblume, nicht ganz so mein Vibe. Für mich persönlich war da kein Reinigungsergebnis zu spüren und auch nicht zu sehen. Also wodurch auch, ich habe mir die Inhaltsstoffe durchgelesen. Wir haben hier als, ich sag mal, nennenswerte Inhaltsstoffe Allantoin mit dabei. Wir haben Centella Asiatica mit dabei. Und deswegen, woher soll die wirkliche Reinigung kommen? Du hast hier keine Niacinamide, kein Teebaumöl, nichts irgendwie, was reinigen würde. Naja, es beruhigt die Haut und das Serum zieht direkt weg. Das heißt, man hatte jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit, es noch groß einzuarbeiten und man musste danach auch wirklich, habe ich ja abends gemacht, ne, Gesichtscreme habe ich immer gemacht, aber ein Serum auf jeden Fall verwenden. Ansonsten verwende ich ja gerne Tuchmasken anstelle von einem Serum. Ich fand die Passform wirklich schlimm. Das Vlies war einfach viel zu dick, weswegen das halt sich überhaupt nicht meinem Gesicht angepasst hat. Das sah super merkwürdig aus und dementsprechend war das halt auch für mich so ein Flop, wo ich gesagt habe, muss man jetzt nicht unbedingt nachkaufen. Ne? Genau, machen wir weiter mit dem Platz Nummer 6 und da habe ich hier die Hydrogelmaske Lavender Petal Calming and Soothing von The Beauty Depth. Das ist diese Maske hier und ich habe hier hinten drauf geschrieben, Kati would run. Also Kati Contra Junkie mag ja so gar nicht Lavendelduft, die riecht halt schon sehr nach Lavendel. Ist eine Liegemaske, das heißt sie rutscht bzw. flappt, nicht eine Bewegungsmaske, hält nicht und flappt, genau, flappen habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben. Das ist immer so eine Sache, wenn ich mir die halt abends drauf mache und sie halt einwirkt, mache ich meistens, dass ich mir den Körper eincreme oder sonst irgendwas. Also ich bin halt überhaupt nicht der Typ, der sich mit einer Maske in eine Wanne legt oder auf die Couch. Ich bin da einfach zu wuselig für. Die gibt gut Feuchtigkeit und verdampft aber leider direkt. Also das heißt, wenn man dann halt quasi die Maske abnimmt, ist dann nicht mehr wirklich viel Serum vorhanden. Die Fliese zum Trennen von diesen Hydrogel-Geschichten ist so ähnlich wie bei Dalton, so eine Netzartigkeit. Habt ihr ja auch im Einspieler gesehen, dass ich mir die dann so auf das Dekolleté und den Hals gepackt habe. Das konnte ich aber wirklich nur anfangs machen, sobald ich angefangen habe, mir groß jetzt irgendwie meine Beine oder so einzucremen, ist es natürlich runtergefallen, ne? Mehr Show als Wow habe ich mir aufgeschrieben und was wir hier als Inhaltsstoffe so mit dabei haben, ist das Algin, also Alge in dem Sinne, Lavendel haben wir mit am Start, ansonsten ist hier nicht wirklich viel, außer irgendwie Glycerin, was die Haut groß pflegen würde, dementsprechend ist es okay, aber es wäre jetzt nicht unbedingt die Maske, die ich euch empfehlen würde, im Action zu kaufen, so. Platz Nummer 5 ist dieses wunderschöne Schätzelein, die Mermaid Sparkle Holographic Foil Face Sheet Mask Relaxing Formula. Und da haben wir so ein wunderschön schimmerndes Vlies drin, jedenfalls partiell. Es ist halt ein Basic Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sitzt trotz Glitzerprint sehr gut und anschmiegsam. Das ist auch nicht selbstverständlich. Das haben wir ja auch schon bei der Belle Maske gesehen, dass da halt echt, ne, an dem
Vlies an sich gespart wurde und da halt nur ein schöner Print drauf war. Hier ist es tatsächlich nicht so. Die spendet auch schön Feuchtigkeit. Das Serum für Hals und Dekolleté hat echt, also das Serum, was hier drin war, habe ich für Hals und Dekolleté mitverwendet. Ich habe das auch mit einem Gua Sha Massagestein, Massagetool dann eingearbeitet und das fand ich sehr, sehr angenehm. Ich bin nicht so der Ultra-Pro, was Gua Sha Massage angeht. Für mich persönlich ist es halt eher so eine Art Relaxing-Moment, also dass ich da halt jetzt nicht eine klassische Lymphdrüsen-Drainage oder so mache, sondern dass ich halt einfach das Ganze einarbeite und ja, es tut einfach gut. Ob ein Gua Sha Stein wirklich was bringt, keine Ahnung. Viele sagen, dass es bei ihnen was bringt. Ich wende den halt manchmal an und fühle mich da einfach gut bei. Ich glaube, das ist auch gar nicht so verkehrt. Danach, circa 5 Minuten, ist alles wieder trocken. Also während ich dann quasi mich angezogen habe, beziehungsweise so ein bisschen hier was aufgeschrieben hatte, ist halt ruckzuck alles verdampft, was ich sehr schade fand. Was wir hier als, ich sag mal, nennenswerten Inhaltsstoff haben, ist Panthenol. Das ist ja ein beruhigendes Inhaltsstöffchen, ne? Und ja, deswegen fand ich die basic und okay. Schon eine gute Geschichte, wenn man halt einfach nur eine ganz klassische, beruhigende Geschichte braucht, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie zu lange in der Sonne gelegen hat und da einfach ein bisschen Chillness braucht. Ja, jetzt gehen wir zum Platz Nummer 4. Da geht es jetzt ein bisschen weiter ab. Also da haben wir jetzt auch ein bisschen mehr Kabitjes, wobei das auch eine Basic-Geschichte ist. Das ist einmal diese wunderschöne Perlenmaske. Ich glaube, die haben wir alle schon öfters mal gesehen von Sense. The World is Your Oyster. Face Sheet Maske und da haben wir Seaweed, also Seegras wohl mit drin, eine Moisturizing Formula und ja, genau, da haben wir unsere wundervolle Maske hier. Ich fand das Vlies, was hier drin war, wirklich mega. Wenn man halt auf diese K-Beauty Fliese steht, ist man hiermit ganz gut aufgehoben. Obwohl das ja keine K-Beauty-Geschichte ist, sondern das kommt aus United Kingdom. Ich weiß jetzt nicht genau, wo das hergestellt wird, aber ne, das ist jetzt halt doch produced by oder produced for, okay. Ne, das steht ja gar nicht drauf, wo das produziert wurde. Ja, Mensch. Auf jeden Fall fand ich das Vlies richtig geil. Der Sonnenaufgang-Print war ganz süß, also ne, das war echt witzig. Sie war richtig nass, spendet Feuchtigkeit und beruhigt und die fand ich wirklich klasse. Also die hat auch wirklich Freude bereitet, die ist richtig gut, wenn auch eher von den Inhaltsstoffen eher basic und auch von der Pflege her basic, weil auch hier ist eher das Panthenol der Leitwirkstoff, ansonsten ist da halt viel anderes Kram mit dabei, was aber jetzt nicht irgendwie ein großer Wirkstoff für unsere Haut gibt, ne? Aber das Panthenol hat schön beruhigt. Das ist eine schöne Maske, die halt in 10 bis 15 Minuten recht easy peasy gemacht ist und auch eine empfehlenswerte Maske ist. Und jetzt kommen wir zu den Treppchenmasken, die ich einfach sehr, sehr gut fand. Und da war es auch ein bisschen schwer für mich persönlich, so auch die Abstufung zu finden, dass ich dann halt auch wirklich sage, ah, das ist Platz 1, 2, 3. Aber letztendlich habe ich mich aufgrund der Inhaltsstoffe und des Gefühls einfach entschieden, und habe dann hier auf Platz 3 gesetzt die Skin Bliss Wild Thing The Wild Rose Extract Maske. Das ist diese hier, die schaut so aus und die fand ich richtig gut. Also ich kann ja schon mal direkt hier mit den Inhaltsstoffen loslegen. Da haben wir Rose irgendwie mit dabei, dann Melisse ist mit am Start, Panthenol haben wir dabei, Rosmarin, Allantoin, Menthol. Zu Menthol kommen wir gleich auch noch, ne? Also da waren schon schöne Sachen drin. Klar, ich glaube in allen Masken haben wir auch Glycerin mit dabei und ich denke auch Hyaluronsäure. Aber ja, also die fand ich richtig klasse. Die Passform und Dicke fand ich top. Die hat richtig gut gesessen, hat viel Feuchtigkeit auch für den Körper gespendet. Denn das, was hier an Feuchtigkeit so drin war, habe ich dann auch tatsächlich rausgenommen, ne? Also entweder macht ihr euch das am besten in einem Pöttchen oder ihr macht euch das wirklich auf den Körper, auf Hals, Dekolleté und so weiter. Wirklich empfehlenswert, das zu machen. Oder ihr faltet eure Tuchmaske nochmal zusammen, macht sie rein und verwendet das dann am nächsten Tag nochmal. Die hat Menthol wohl enthalten, aber das war nicht wirklich spürbar, was ich positiv fand. Ne? Also es war schon erfrischend, aber es war jetzt nicht so, dass ich dieses typische mentholige Gefühl gehabt hätte, wie zum Beispiel bei einem Kaugummi oder bei so Plumping Lipglossen. Das auf gar keinen Fall. Und am besten packt man sich diese Maske auch sowieso im Sommer in den Kühlschrank. Da kommen wir jetzt ja auch demnächst hin. Dementsprechend macht es auf jeden Fall Sinn. Und das war ein Reim. Und ich fand die auch top geeignet für eine Gua Sha Massage. Das war richtig cool und hat auch wirklich lange, lange sich mit dem Gua Sha einarbeiten lassen, was im Prinzip positiv ist. Ne?
Die hat eine leicht klebrige, sanfte Haut hinterlassen. Also nicht zu klebrig, dass ich jetzt Angst hätte, dass ich irgendwie am Kissen nachts festklebe. Und mochte ich. Definitiv eine sehr empfehlenswerte Maske, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte, wenn man demnächst mal zu Action fährt, ne? Oder geht. Dann habe ich hier Platz Nummer 2 Silber für die Jelly Pre-Treated Face Sheet Mask Relaxing Semi-Gel Sheet Mask Enriched with Essence of for an extra moisturized feeling, soothing and relaxing with niacinamide. Ja, genau. Made in Korea. Das kommt auf jeden Fall gut zur Geltung, ne? Also die fand ich richtig, richtig geil. Und hier Inhaltsstoffe. Nennenswerte. Niacinamide, definitiv eine gute Geschichte. Allantoin haben wir dabei, Centella Asiatica. Menthol ist hier auch am Start und nochmal Centella Asiatica. Also ne, eine wirklich effektive Maske. Richtig, richtig cool. Die war sehr dünn und nass, was ich liebe. Typisch K-Beauty, richtig geil. Das Serum kann man zum Beispiel für den Oberkörper mitverwenden oder wie eben gesagt auffangen oder Maske wieder rein. Wir hatten so eine Jelly-Konsistenz von der Maske, was ich auch gerne mochte. Das Menthol hat man anfangs gemerkt, ne? Also das war schon spürbar, was mehr spürbar war als bei der Wild Thing Maske. So, genau, mag dann wahrscheinlich auch nicht jeder. Dann später habe ich das mit dem PMD Rose Quartz Tool eingearbeitet und das mag ich ja auch sehr, sehr gerne. Und das hat gut funktioniert. Die ist aber tatsächlich ein bisschen schneller eingezogen als zum Beispiel die Wild Thing Maske oder gleich mein Platz Nummer 1. Ich hatte danach eine beruhigte und gepflegte Haut, was mir sehr gut gefallen hat. Also das war wirklich genauso wie beschrieben. Ne? Das klebt nachher nur ein bisschen, also geht wie, wirklich auch. Ne? Aber da merkst du halt auch, dass da Produkt in deinem Gesicht ist und auf deinem Gesicht und überall. Und das ist richtig cool. Hat mir sehr gut gefallen und ja, eine schöne Maske auf jeden Fall. Und dann kommen wir zu Platz 1. Wer hätte das gedacht? Ich kenne sie schon. Und irgendwie war mir das schon klar, als ich sie mir gekauft habe, dass diese Maske irgendwie auf Platz 1 landen wird, weil ich sie richtig gut finde. Ich nehme die fast jedes Mal, wenn ich bei Action bin, mit. Das ist von The Mask Doctor, die Face Sheet Mask Propolis. Soothing and Nourishing, also beruhigend und nährend. Eases and Soothes the Skin, also ebnet und beruhigt die Haut. Und richtig geile Maske. Absolute Empfehlung, absoluter Platz 1, mega, mega, mega genial. Ne? Die ist dünn, sie ist nass, sie beruhigt und sie pflegt, was so gut funktioniert. Auch hier wieder mit Gua Sha einmassiert. Und das hat wirklich ohne Krümeln funktioniert, bei allen Masken, ne, tatsächlich, was ich auch sehr positiv finde. Keine der Masken hat übrigens irgendwie mit meiner Hautpflege danach auch gekrümelt, also das hat richtig gut funktioniert. Sie klebt nicht nach dem Trocknen, ich fand sie einfach mega, mega, mega gut. Und wir haben hier die Ringelblume mit dabei, also Calendula. Wir haben, was habe ich mir hier, Propolis natürlich mit dabei. Also es sind so, so tolle Geschichten hier in dieser Maske drin enthalten, was einfach Freude gemacht hat, sie zu verwenden. Und meine Haut hat sich danach einfach wieder wohlgefühlt und das ist auch das, was ich persönlich finde, was eine Maske machen sollte, ne? Alle diese Masken sind halt wirklich für den kurzfristigen Effekt, also ich sag mal für einen Tag und dann hast du danach halt den Effekt so nicht mehr, sodass ich dann ja auch wirklich eine Maskenwoche gemacht habe. Und ja, also ich finde sie wundervoll und ich habe sie auch super gerne da und ich kaufe sie mir auch immer wieder gerne nach, vor allem die ersten 3 Plätze, die habe ich mir auch gemerkt. Und absolute Empfehlung für alltags. Wenn ich halt richtig wawawoom möchte, greife ich halt zu höherpreisigeren Masken. Aber es muss nicht immer sein. Also das ist halt so meine Einstellung. Es gibt durchaus auch im Action, in der Drogerie, DM, Rossmann und so weiter, richtig gute Masken. Und deswegen mache ich diese Maskenwoche auch jetzt noch ein bisschen, ne? Dass ihr da noch ein bisschen mehr Input bekommt. Aber Action hat einfach gute Masken bei sich. Kannst du nicht anders sagen. Das ist so mein Fazit zu der Geschichte. Da war keine mit dabei, wo meine Haut nachher irritiert war. Alle haben sich gut angefühlt. Alle haben wirklich gut funktioniert auf meiner Haut. Und ich kann sie euch auf jeden Fall die ersten 3 Plätze, die anderen halt auch, aber vor allem die 3 ersten Plätze, mega krass empfehlen. Ne? Ja, ihr Lieben, schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr die Masken schon kanntet oder falls ihr irgendeinen Mega-Favoriten vom Action habt, welcher das sein soll, also welcher das ist, ne? Das möchte ich auch gerne wissen. Gerne in die Kommentare, um euer Schwarmwissen zu teilen und dann wäre es das hier schon wieder gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.